wonder if you think about me like I think of you. Wonder if you dream the way I do. When you look at clouds, do you see faces as I do? Do you get caught by your own thoughts like I do? Wonder what would happen if I showed these words to you. Wonder if you laugh at my simple poetry. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin heute unterwegs hier in Mühlhausen am Thomasteich und in den letzten Video von mir habe ich euch ja gezeigt, wie man über Google Earth oder Google Earth eben halt gewisse Fotoprojekte anlegen kann, Fotospots anlegen kann. Und da habe ich mir den Thomasteich mal angeschaut und da bin ich heute Morgen hingefahren. Wir haben Samstagmorgen, 8 Uhr. Der Himmel ist ein bisschen, was heißt ein bisschen, der Himmel ist sehr stark bewölkt, also Sonnenaufgang war nichts. Und wir gucken uns einfach mal heute an, was wir hier so fotografisch mitnehmen können. Ist mit Sicherheit auch ein Highlight. Und ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Ich laufe jetzt hier einmal um den Teich drumherum, ja, um mir einen ersten Eindruck verschaffen zu können. Und ich habe schon ein paar interessante Dinge schon gesehen. Bin heute auch ein bisschen vollbepackt. Also ich habe mehrere Sachen, mehrere Objektive dabei. Und dann schauen wir mal, was wir daraus heute zaubern können. Also, bis gleich. Ja, in meinem ersten Spot, den ich schon gesehen habe, hier sind auch ein paar Enten unterwegs. Und ich habe heute auch meinen 3mm dabei. Und da werden wir mal gucken, ob wir auch ein bisschen Enten fotografieren können. Und heute nehme ich aber die D300S dafür. Ich habe die D5600 auch dabei, aber für den Spot Entenfotografie nehme ich die D300S, weil die Serienbildgeschwindigkeit einfach höher ist. So. Und ich drehe das mal rum. Da hinten, da schwimmen Enten rum. Und die versuche ich jetzt einfach mal fotografisch aufzunehmen. Mal sehen, ob das gelingt. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing.
I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow. Ja, also ich mache dann doch ein bisschen mehr Wildlife-Fotografie heute wie Landschaftsfotografie. Und oh, die machen einen Alarm, ey. Ja, auf jeden Fall mehr Entenfotografie, also ein bisschen Wildlife-Fotografie wie Landschaftsfotografie. Und ich habe jetzt doch wieder auf, ich habe das Trailer jetzt wieder auf die D56-6000 gemacht, also 5600 gemacht, weil die Kamera, die ist einfach leichter. Und weil die reagieren innerhalb so kurzer Zeit, und mit einer leichten Kamera, die kannst du halt schneller heben und schwenken, und dann bist du halt schneller, ne? Wie mit einer Kamera, die ein bisschen mehr wiegt. Also das habe ich jetzt schon festgestellt. Naja gut, aber es geht genauso. Also 24 Megapixel zum Croppen ist natürlich besser wie 12 Megapixel zum Croppen. Das steht auf jeden Fall fest. Aber ich muss schon sagen, es macht auch verdammt viel Spaß. Und wer ein bisschen Wildlife-Fotografie machen will, hier am Thomasteich, das lohnt sich. Aber man braucht Geduld. Man braucht wirklich, wirklich Geduld. Die sind nicht berechenbar, ne? So, ich drehe das nochmal rum für euch. Ja, also das ist der Teich, und wir haben halt heute total bewölkten Himmel. Also wir haben jetzt keine Sonne oder sowas mit Gegenlicht, brauchen wir, also wir haben keine Gegenlichtsituation, und geht der ISO halt ein bisschen mehr in die Höhe, aber das ist nicht schlimm. Ich habe den begrenzt auf 1600, also auf Automatik eingestellt, und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Ich werde auf jeden Fall ein Foto mitnehmen von den See in der Landschaftsfotografie, auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also genau von diesem Standpunkt her werde ich ein Bild noch machen darüber. Ich weiß noch nicht, ob ich Langzeitbelichtung mache. Das muss ich mir nachher mal anschauen. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Life.
ist ein bisschen Ruhe von den Geschnatter. Hier mal die Kamera ein bisschen anders einstellen. Ja, so. Ein bisschen Ruhe von den Geschnattern. Die Zeit, die nutze ich jetzt, um ein bisschen mit dem Weitwinkel noch ein paar schöne Bilder zu machen. Und zwar, ich bin jetzt ein bisschen, ja, lass es 10 Meter sein, von dem Spot eben weg. Und habe jetzt, ich drehe das mal rum, damit ihr das mal ein bisschen seht. Ja, und habe jetzt hier schön aus dem tiefen Punkt da rein fotografiert. Ich habe mich nicht für eine Langzeitbelichtung entschieden, sondern ganz normale Blende 8 war, ich glaube, damit ich noch ein bisschen die Spiegelung mitnehmen kann, ja, die ihr hier seht. Also von den Bäumen her, die Spiegelung, die in dem Wasser sind, die wollte ich mitnehmen, und deswegen habe ich mich für keine Langzeitbelichtung entschieden, sondern für eine ganz normale Aufnahme. Ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal ausgenutzt, wenn die, also die da hinten, die machen immer ein Alarm, also die stecken auch noch oft, ich habe das schon beobachtet. Und dann geben die Vollgas, ne? Ja, also es macht wahnsinnig viel Spaß, auch ein bisschen Wildlife-Fotografie zu machen, muss ich wirklich sagen. Ist mal was wirklich anderes. Und Alarm. Ja, ich schaue mir das hier noch ein bisschen an. Ich habe mein Bild auf jeden Fall im Kasten mit dem Weitwinkel, was ich machen wollte am Thomasteich. Ich gucke mir das zu Hause an. Ich wechsle jetzt wieder auf den 3mm wieder zurück und werde mir noch ein bisschen die Show hier angucken. Und ich verabschiede mich jetzt aber schon von meinem Spot heute. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video wieder seht. Und ich haare hier noch ein bisschen aus. Gucken wir noch ein bisschen die Gänse hier an und die Enten hier an, was hier los ist. Und alle Bilder, die gut sind, die blende ich euch im Nachhinein wieder ein. Und ich sage jetzt erstmal ciao, euer Pierre. Bye, bye. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund.